Guten Morgen! Heute sozusagen Volume 2 von dem Tierfutter-Video. Ich war nämlich heute bei Gartendener. Gartendener ist ja so ein Gartencenter, wo man natürlich auch Tierfutter kaufen kann. Und da habe ich mir drei Sachen gekauft und die möchte ich euch heute vorstellen. Zum einen sind das Karottenchips. Karottenchips, Zutaten 100%. Karotten. Und die Karottenchips hier, das sind 125 Gramm und wer hier schon mal Chips gemacht hat, der wird wissen, um 125 Gramm Chips herzustellen, da muss man ganz schön viel dürren, weil wenn das Wasser weggeht, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Und ja, diese Packung 125 Gramm sind Gemüsechips und ihr wisst, was Gemüsechips kosten, wenn ihr die normal kauft in irgendeinem Vegans oder in irgendeinem Bio-Reformhaus, dann zahlt ihr für so eine Menge 125 Gramm Gemüsechips, meistens werden die ja nur in 25 Gramm Packungen oder 75 Gramm Packungen angeboten, meist so 2,99, 3,99, 5,49 und so weiter. Und hier ist es konzentriert in einer super Qualität für 1,99 Karottenchips. Und ich weiß gar nicht, ob so viele Sachen gibt, wo Karottenchips angeboten werden. Meistens sind es ja andere Chips. Und ja, ich werde jetzt einfach mal probieren. Hier wurde schon probiert, aber nicht von mir. Und jetzt das erste Mal, dass ich Karottenchips in Tierfutterqualität probiere. Und einfach geil. Einfach nur geil. Absolut zu empfehlen. Gartendener 1,99, 125 Gramm Karottenchips. Richtig lecker. Es geht weiter. Alles machen wir Schluss. Okay. Erdnüsse. Erdnüsse. Und zwar in Tierfutterqualität. Das Beste vom Besten, weil Tiere wollen nicht verarscht werden. Das heißt, hier wird nichts blanchiert, irgendwie enzymatisch behandelt, irgendwie gebleicht, damit es besser aussieht. Sondern hier kommt einfach nur die Rohware auf den Tisch. Und hier sind Erdnüsse. Die Erdnüsse hier bei Gartendener sind sogar relativ teuer mit 3 Euro pro Kilo. Es gibt ja auch im Internet für 1,60 Euro pro Kilo Erdnüsse. In dieser Qualität hier, ja, einfach nur rohe Erdnüsse. Brauchen wir nicht reden. Ganz einfaches Ding. Nie wieder Erdnüsse kaufen, nicht in Tierfutterqualität. Aber das war alles nur bla bla. Jetzt geht's richtig los. Jetzt kommt der richtig geile Stuff. Und zwar Best Nature, getreidefreie Meerschweinchenfutter für junge Meerschweinchen. Ich lese euch das mal vor. Zur Vermeidung von Überversorgung und Fehlfunktionen ist besonders beim empfindlichen Verdauungstrakt von jungen Meerschweinchen darauf zu achten, dass kein Getreide gefüttert wird. Best Nature ist 100% getreidefrei ohne jegliche Zusatzstoffe. Und ich erzähle euch mal, was da drin ist. Hammer. Lischgras, Knaulgras, Spitzwegerich, Wiesenrispe, Frauenmantel, Rotklee, Wiesenschwingel, Petersilienstiele, Karottenwürfel, Erbsenflocken, Ackerbohnenflocken, Pastinakenwürfel, Leinsaat, Schwarzkümmel, Fenchel, Brennnesselblätter, Löwenzahnblätter, Rapsöl, Melissenblätter, Rosmarin, Yucca, Apfelwürfel, Pfefferminzblätter, Kamilleblüten, Liebstöckel, Thymian und rote Beetewürfel. Wow! Und ja, die werde ich jetzt probieren. Die habe ich jetzt noch nicht probiert. Da sind solche Pellets. Und ja, das ist natürlich fürs Auge schon erstmal ein bisschen ungewohnt. Aber ich möchte die einfach sozusagen in mein Müsli mit reinmachen. Also mein Müsli besteht im Endeffekt aus Haferflocken oder aus Roggenflocken oder aus Weizenflocken, die ich natürlich rohköstlich selber gemacht habe. Das ist, sag mal, das pure Wildgrün hier, das absolut pure Wildgrün und leicht gewürzt mit ja, sowas wie Thymian oder Liebstöckel, aber was an sich auch so wieder Wildgrün ist. Und von daher, ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Und das ist Wahnsinn, das hier getrocknet, richtig, sag mal, das sind 750 Gramm von Wildgrün und das Ganze hat nur 4,99 gekostet. Das ist Wahnsinn, was ihr hier für eine geballte Power habt. Hier ist, ich sage euch mal ganz kurz, was hier an Nährstoffen drin sind. Hier sind drin Jod, Selen, also ist ja im Endeffekt alles drin, brauche ich nicht sagen, aber hier ist auch Jod, Selen und Vitamin D3 ist sogar auch drin, 1000 internationale Einheiten. So. Mal Tüte aufkriegen. Tja, wenn ich jetzt Nager wäre, dann würde ich die Tüte einfach aufnagen. Obwohl, bin ich ja. So.
Oh, bin ich gespannt. Boah, es riecht so sehr so heuartig so, aber gut. So, dann gucken wir mal, wie das hier schmeckt. Erstmal, dass es bestimmt Schweine hat, weil das ist ja von Nagel, die sollte doch rumkauen. Aber wenn ich das in Flüssigkeit sozusagen in meinem Müsli, dann wird das ja auch ein bisschen weicher. Aber jetzt probiere ich das so, ganz Nagel echt quasi. Ach, überhaupt nicht hart. Also ein bisschen hart, aber... Sie schmeckt total, also es hat so eine gewisse Salzartigkeit. Wow, also ich habe jetzt echt gedacht, weil ich irgendwie total, das schmeckt echt gut, das schmeckt richtig herzhaft würzig, wow. Wahnsinn! Richtig herzhaft würzig. Einfach nur wow. Einfach nur wow. Also, ich bin echt total begeistert. Wow. Das ist richtig. Wenn man so Lust auf was, was Herzhaftes hat. Wunderbar. Also, kann ich absolut empfehlen. Best Nature von Gartendehner. Vielleicht finde ich noch was. Wenn ich dasselbe finde, irgendwie beim Online-Shop, verlinke ich euch das. Ansonsten, ihr habt es ja gelesen, Gartendehner vielleicht bei euch noch näher. Ansonsten, ich kann nur mal, das ist ja Volume 2 quasi von dem Tierfutter Video, was ich gemacht habe. Ich bin mittlerweile so begeistert. Also, ich kann euch das mal zeigen. Guckt mal hier unten. Das hier sind Sonnenblumenkerne, 25 Kilogramm, Tierfutter. Ne? Geht wunderbar ab, das Zeug, und schmeckt total geil. Und das hier unten, ja, das ist kein Tierfutter, das ist halt ganz normal Hafer oder so. Auf jeden Fall, ja, auch absolut zu empfehlen. Und ja, wer quasi nicht rausgehen kann, sein Wildgrün pflücken kann, der sollte hier. Da gibt es auch noch Chinchilla-Futter, das ist ein bisschen anders. Und ja, verschiedene andere Tiere, aber... Das ist halt Wahnsinn, was da drin ist. Ja, habt es ja vorgelesen. Einfach nur guter Stuff und natürlich unbehandelt. Na klar, weil sonst die Tiere nicht essen würden. Genau das Richtige für uns. Perfekt, ich bin begeistert. Tierfutter, ich kann nur sagen, geht in die Garten, in die Gartencenter, geht in die Tierfuttercenter und schaut, was es dort gibt. Wie gesagt, die Erdnüsse, das ist und die Sonnenblumenkerne, das ist sowieso easy, das zu kaufen. Aber auch solche, was direkt für Tiere gemacht ist, wo so ein richtig geiler Mix ist. Mit vielen, vielen guten Sachen, auch Schwarzkümmel dabei eben. Und ja. Bin begeistert. Probiert es aus und sagt mir, was ihr davon haltet. Ob ihr schon mal so ein Tierfutter ausprobiert habt und wie das mit euch resoniert, sowas zu essen, auch gedanklich. Und wir sehen uns in den Kommentaren. Macht's gut, euer Christian. Ciao.